Eisenbahngeschichte zum Anfassen. Für alle Interessierten ist dies im Lokschuppen Pasewalk nicht nur möglich, sondern auch gewünscht. Gut 100 Jahre lang spielte die Stadt als Knotenpunkt für Güter- und Personenverkehr eine wichtige Rolle. Davon zeugt noch heute das große Areal des Lokschuppens, auf welchem bis zu 50 Lokomotiven sowie hunderte Bahnmitarbeiter stationiert waren. Der Lokschuppen wurde 1896 eingeweiht. Pasewalk entwickelte sich damals zum großen Bahnknotenpunkt und damit war es erforderlich, eben halt so einen großen Lokschuppen zu haben. Bis 1997 war die Deutsche Bahn dann ja auch hier und hat diesen Lokschuppen genutzt für Reparaturarbeiten, zum Vorheizen der Dampflokomotiven und so weiter. 2003 hat sich dann der Verein gegründet und versucht seitdem, ein Eisenbahnerlebniszentrum aufzubauen. Wir sind da auch schon ein ganzes Stück weit gekommen. Eine eisenbahntechnische Ausstellung, die mit alten Maschinen, mit alten Lokomotiven und so weiter, die man anschauen kann. Wir haben mehrere Schlafwagen hier auf dem Gelände, in denen man übernachten kann. Also für Übernachtungsgäste. Wir haben mehrere Räumlichkeiten, so ganz viele für die verschiedensten Feierlichkeiten, die man bei uns machen kann. Also vom Kindergeburtstag bis zum großen Firmenjubiläum können wir doch alles ausrichten und haben die passenden Räumlichkeiten dafür. Ob groß oder klein, für die Besucher des Lokschuppens gibt es jede Menge zu entdecken und zu lernen. Besonders beliebt sind unter anderem die Führungen über das Gelände und die Projekttage für Schulklassen. Diese werden von den fachkundigen Mitgliedern des Vereins Lokschuppen Pomerania e.V. angeboten und veranstaltet. Um den Pasewalker Lokschuppen auch künftigen Generationen zu erhalten und ihn über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen, hat sich der Verein tatkräftige Unterstützung ins Boot geholt. Zusammen mit der Stadt Pasewalk, der EHT, Eisenbahnhistorie und Touristik GmbH als Besitzer des Ensembles sowie der BUG, Bau und Unterhaltung von Gleisanlagen, wurden neue Ideen und Konzepte entwickelt, um dies zu realisieren. Es gab diverse Nutzenkonzepte, die nicht umsetzbar waren. Deshalb wurde Zusammenarbeit mit der Stadt, die EHT und der Lokschuppen Pasewalk nochmal ein neues Konzept, ein Betreiberkonzept aufgesetzt, mit dem wir ja, den Tourismus ankuppeln wollen, auch gezeigt wird, wie, also vor allem durch mehr Marketing, was natürlich auch mit den Fördergeldern gemacht wird, die Sanierungsarbeiten, um natürlich das ganze Ensemble attraktiver zu gestalten. Also die Ziele sind erstmal die Erhaltung der Eisenbahngeschichte hier im Lokschuppen, sind die Ziele der EHT, sind die Ziele von Herrn Thomas. Und durch die Sanierungsarbeiten, geförderten Sanierungsarbeiten, soll natürlich das ganze Ensemble erhalten werden. An sich nichts neu gemacht werden, weil jeder, der hier kommt, Eisenbahnfreund oder nicht, kommt mit großen Erstaunen, mit großen Augen hier rein. Sieht den Lokschuppen und ist natürlich begeistert. Mit steigender Tendenz lassen sich ca. 10.000 Besucher jährlich von dem Erlebnisensemble begeistern. Wer nun neugierig geworden ist und Eisenbahngeschichte selbst einmal hautnah erfahren möchte, ist herzlich eingeladen in den Lokschuppen Pasewalk.